Herzlich willkommen, liebe Leute, zu diesem neuen Video im Format Quickcheck. Und wir haben in den letzten Wochen immer Aktien analysiert. Heute geht es mal um etwas anderes, nämlich um das Thema Gold. Und ja, Krisenzeiten sind Zeiten, wo Gold normalerweise boomt. Das haben wir auch gesehen. Und viele stellen sich jetzt die Frage, ist dieser Trend, den wir im Gold sehen, eine kurzfristige Flucht in einen sogenannten sicheren Hafen? Oder ist das hier ein Megatrend, der in den nächsten Jahren läuft, auf den man vielleicht dann noch einsteigen kann? Und die fragen sich natürlich dann auch, bis wohin läuft Gold und sollte man Gold vielleicht kaufen, ja oder nein? Das alles wollen wir in diesem Quick-Check kurz beleuchten und dafür werde ich möchte ich euch bitten, auch gerne wieder Kommentare zu hinterlassen. Auf die gehe ich auch gerne ein und natürlich könnt ihr euch auch für die Zukunft, für den Quick-Check bestimmte Märkte, Aktien und dergleichen wünschen, die ich für euch analysieren soll. Ja, wir beginnen heute unseren Quickcheck damit, dass wir eine Flucht in Gold gesehen haben, weil es neben dem militärischen Konflikt, der ja schon schlimm genug ist, auch noch einen Wirtschaftskrieg zwischen dem Westen und Russland gibt. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wie geht das Ganze aus? Wird das Ganze gut ausgehen? Und die Unsicherheit greift um sich. Und immer wenn Unsicherheit da ist, dann ist das Verlangen nach Sicherheit bei vielen Anlegern groß und sie flüchten in sogenannte sichere Häfen. Einer dieser sicheren Häfen war in der Vergangenheit immer Gold und auch das war jetzt wieder ein Punkt. Gold hat ein Mehrjahreshoch gemacht in den letzten Tagen, von dem es aber, als sich die Situation beruhigt hat, wieder zurückgekommen ist. Und die Frage, die an mich gestellt wurde, ist nun, ist das eine gute technische Korrektur, in die man einsteigen kann, oder ist entsprechend der Goldpreis sozusagen nur einmal künstlich nach oben gepoppt im Zuge der Angst und kommt jetzt wieder langfristig runter und ist uninteressant. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, Gold zahlt keine Dividende. Gold ist letztendlich teuer zum Halten und ja, an sich hat Gold keinen inneren Wert an sich, sondern wir Menschen geben dem Gold den Wert und wir wollen nicht unbedingt auf die nächste Krise hoffen, nur damit entsprechend unser Investment mehr wert wird. Wir müssen uns die Frage stellen, kann Gold überhaupt in den nächsten Jahren steigen? Und dafür, denke ich, ist diese Krise sehr, sehr interessant, weil wir haben etwas gelernt und Marktteilnehmer haben etwas Wichtiges gelernt, nämlich als es darum geht, wie geht man mit Russland um, nachdem sie in der Ukraine einmarschiert sind. Und der Westen hat sich entschlossen, Russland mit Sanktionen zu belegen und ist im Prinzip in einen Wirtschaftskrieg mit Russland eingestiegen. Und im Zuge dieses Wirtschaftskrieges hat man versucht, Russlands Schätze sozusagen auf Eis zu legen. Russland hatte im Vorfeld des Angriffs auf die Ukraine Währungsreserven in Höhe von 630 Milliarden Dollar bei ausländischen Notenbanken aufgebaut. Ja, und die Hälfte davon war sozusagen im eigenen Land gelagert. Und man hatte natürlich auch 120 Milliarden Dollar Goldreserven, die man auch mittlerweile hält. Und man hat täglich Öl und Gas, was man entsprechend fördert. Was ist jetzt mit diesen Schätzen passiert? Nun, Nummer eins, die Währungsreserven, die wurden eben entsprechend eingefroren. Das heißt, Russland kam an die nicht mehr heran. Das tägliche Öl und Gas, was gefördert wird, das wird für Russland immer schwerer auf dem Weltmarkt zu verkaufen aus zwei Gründen. Auf der einen Seite haben die Amerikaner das bereits mit einem sogenannten Handelsembargo belegt und auch hier gibt es immer wieder Forderungen und Überlegungen, man soll doch den Krieg nicht finanzieren, indem man das Gas oder eben auch das Öl aus Russland kauft. Es ist allerdings so, generell, dass man natürlich sagen könnte, naja gut, wenn Russland das Gas nicht an uns verkauft, dann verkaufen sie es an jemand anders, der es uns dann wieder quasi verkauft oder das Öl. Aber es gibt im internationalen Zahlungsverkehr sozusagen eine obere Instanz oder ein System, was sicherstellt, dass Embargos relativ gut durchgesetzt werden können. Und das ist das sogenannte SWIFT-System. Das SWIFT-System ist eigentlich eine Zahlungsabwicklung. Diese Zahlungsabwicklung ermöglicht es, juristisch sicher länderübergreifend Zahlungen abzuwickeln. Und das SWIFT-System existiert schon sehr lange. Und eigentlich ist es, wenn man es normal betrachtet, nur ein Netzwerk, ein Telekommunikationsnetzwerk, wo Zahlungen abgebildet werden. Aber mittlerweile hat es eine größere Bedeutung bekommen. Und die Geschichte ist
ja, nicht so ganz so rühmlich, wenn wir uns das mal anschauen. Schon nach 9/11 im Jahr 2001 hat man ab 2002 begonnen, die Daten, die dort über SWIFT, die Zahlungen, die dort eben entsprechend abgewickelt wurden, zu überwachen. Im Prinzip wurde der gesamte Datensatz von SWIFT in den USA gespiegelt und die CIA hatte Möglichkeiten, hiermit somit zu schauen, wer überweist an wen was, um so Terroristen festzusetzen oder auch Gelder einzufrieren. Sache kann man inoffiziell machen, diese Sache kann man aber auch offiziell machen, wie man 2012 gemacht hat, indem man damals den Iran aus dem SWIFT-System rausgeschmissen hat und die iranischen Banken. Und damit war es im Prinzip für den Iran nicht mehr möglich, im Ausland Geschäfte rechtssicher zu machen und man hat die von der Lebensader, nämlich dem Außenwirtschaftsverkehr, abgeschnitten und somit auch das Ölembargo, was man gegen den Iran ausgesprochen hat, durchsetzen können. Im Zuge dessen haben natürlich geopolitisch andere Regionen versucht, ihr eigenes System aufzubauen. Zum Beispiel hat Russland nach der Krim-Krise 2014 mit sehr großer Aktivität an einem Konkurrenzsystem für SWIFT gearbeitet, dem sogenannten Cyber-FT bzw. dem SPFS, das ist das Zentralbanksystem. Cyber-FT ist das privatwirtschaftliche System, wo man eben versucht, hier Zahlungen in Konkurrenz zu SWIFT sicher abzuwickeln. Das Ganze ist verknüpft mit dem chinesischen System und es kann natürlich einen Gegenpol darstellen, aber wenn das eben so passiert, dann ist die Welt fragmentiert, weil entweder ist man Teil des einen oder des anderen Systems und wir sehen schon, SWIFT ist eine politische Waffe. Warum ich das Ganze erzähle, hat folgendem Grund. Wir haben an dem Beispiel Russland gesehen, man kann sehr vermögend sein, man kann sehr viel Schätze haben, aber wenn bestimmte Parteien möchten, dann können sie dich ausschließen und dann können sie dir sozusagen deine Lebensader abkappen, deine wirtschaftliche Lebensader. Und die können deine Guthaben einfrieren, die können den Handel mit deinen Staatsanleihen verbieten und dann ist plötzlich alles das, was du hast, deine ganzen Schätze nichts mehr wert. Und diese Situation, die dort entstanden ist, die kann uns und hat vielleicht auch den einen oder anderen zum Nachdenken gebracht, denn wir vergessen häufig, dass das Geld, was wir haben, immer nur ein Versprechen ist. Diesen Schein, den ich hier habe, diesen 200-Euro-Schein hier, auf dem Schein hat ganz oben in der Ecke da Mario Draghi, das ist noch ein alter Schein, ne? 200-Euro-Scheine werden, glaube ich, auch gar nicht mehr gemacht. Mario Draghi hat dort unterschrieben. Und wofür hat er unterschrieben? Dass ich für diese 200 Euro Waren und Güter im Werte von 200 Euro bekomme. Wie viel ist jetzt dieses Versprechen wert? Dieses Versprechen ist nur so viel wert, wie ich demjenigen vertrauen kann. Also wie ich der Notenbank vertrauen kann, beziehungsweise wie ich vertrauen kann, dass ich tatsächlich, dass dieses Versprechen gehalten wird und ich Waren und Güter im Wert von 200 Euro bekomme. Und dafür müssen wir uns überlegen, dass in unserem Geldsystem das Geld, was geschaffen wird, nicht ausschließlich aus diesen Scheinen besteht. Die Scheine, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Die größten Geschäfte werden ja alle mit Sichtguthaben abgewickelt. Und die größte Teil unseres Geldsystems sind nicht Bargeld und Münzen, so wie wir es hier liegen haben. Der größte Teil unseres Geldsystems ist ein Kreditgeldsystem. Und deswegen ist unser Geld immer auch die Schuld. Das heißt, für jedes Geld, was entstanden ist, für jeden Euro, der in diesem Geldsystem entstanden ist, ist auf der anderen Seite ein Kredit. Und dieses Geld ist immer nur so gut, wie der andere dieses Kredit auch bedienen kann oder gewillt ist, diesen Kredit zu bedienen. Und Kredit kommt ja vom Credo, lateinischen eben auch, und man möchte eben vertrauen. Und das heißt, unser ganzes Geldsystem ist auf einer einzigen Sache aufgebaut, nämlich auf dem Vertrauen, dass wir tatsächlich das bekommen, was auf diesem Schein draufsteht, beziehungsweise dass der Kredit eben zurückbezahlt wird, dass wir Waren und Dienstleistungen in der Höhe eben bekommen. Und die Gefahr in einem Geldsystem ist nun, dass dieses Vertrauen gebrochen wird.
dass dieses Vertrauen in Frage gestellt wird. Und das haben wir jetzt eigentlich ganz gut gesehen. Ja, du baust Währungsreserven in Höhe von 630 Milliarden auf und dann entscheidet jemand durchaus moralisch zu Recht, aber dass du nicht mehr an dein Geld kommst. Das ist aber theoretisch denkbar generell in diesem Geldsystem und deswegen sagen ja viele Krypto-Fans, ich möchte raus aus diesem Fiat-Geldsystem, ich möchte raus aus diesem staatlichen Geldsystem und möchte mit meiner Kryptowährung komplett unabhängig sein, weil in dem Kryptogeld ist eben das Geld, was geschaffen wurde, nicht die Schuld von jemand anders und es ist eben nicht das Versprechen von jemand anders, dass dieses Geld so viel wert ist. Und es gibt nur zwei Teile, nämlich Bitcoin und Gold, wo das Geld nicht jemand anders schulden ist. Ansonsten sind alle anderen Geldsysteme eben so aufgebaut, dass tatsächlich auf der anderen Seite eine Schuld steht. Und beide eignen sich allerdings sehr, sehr schwer zum Bezahlen von ständigen Lieferungen und Leistungen. Ich kann beim Bäcker weder also sinnvoll mit Bitcoins bezahlen noch mit Gold. Und gerade beim Bitcoin haben wir ein Problem, wenn wir weltweiten Handel damit machen, dass die Marktkapitalisierung nicht ausreicht, beziehungsweise dass aufgrund der hohen Schwankungen, die Kursschwankungen, die da sind, es unglaublich schwierig ist, in Bitcoin seine Waren und Güter zu bezahlen. Elon Musk hat ja mal gesagt, man kann seine Teslas demnächst auch in Bitcoin kaufen. Ist ein Problem, wenn der Bitcoin am Tag 10% hin und her schwankt, dann bedeutet das ja nichts anderes, auch dass das Gut 10% hin und her schwankt. Auch das ist ein wesentlicher Teil eines Währungs- und Geldsystems, dass es eine gewisse Stabilität hat, eine gewisse Preisstabilität. Diese Preisstabilität kann ja im Negativen wie im Positiven sein. Und wenn wir jetzt in Krisenzeiten denken und sagen, okay, jemand könnte uns unser Geld wegnehmen, gehen wir doch in den Bitcoin rein, dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir in Krisenzeiten vielleicht kein Internet oder kein Strom haben. Und dann wird es ebenfalls schwierig, in Bitcoin zu bezahlen. Somit bleibt Gold eigentlich als einzige vernünftige Alternative zu dem bisherigen Geldsystem übrig. Wobei ich sage direkt dazu, ich bin kein Fan eines goldgedeckten Systems. Also das meine ich damit nicht, weil das würde deflationäre Tendenzen verursachen, auf was ich jetzt hier nicht eingehe, sondern was wir hier in diesem Video einfach mal beleuchten ist, unser Geld, Schlagzeile Nummer 1, ist ein Versprechen. Dieses Versprechen ist nur so gut, wie wir dem anderen vertrauen können. Und wenn das Vertrauen gebrochen ist, dann wird dieses Geld eben auch nichts mehr wert sein. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum ich glaube, dass Gold ein wichtiger Faktor in den nächsten 10 Jahren werden kann. Nämlich viele machen ja den Wert des Geldes davon abhängig, was kann ich mir dafür kaufen, was ja vollkommen richtig ist. Und die Kaufkraft des Geldes entscheidet letztendlich, wie gut das Geld ist. Und man fürchtete sich schon seit vielen, vielen Jahren vor der sogenannten Inflation, wo ich in vielen, vielen Videos immer schon auf YouTube, schaut es euch mal an, gesagt habe, macht euch keinen Stress, wir kriegen keine Inflation so lange, und das ist jetzt wichtig, solange wir nicht irgendwelche Knappheiten haben. Und diese Knappheiten, die gab es in der Vergangenheit nicht. Wir hatten eine sogenannte Asset Inflation in den letzten 10 Jahren. Ja, die Zentralbanken haben sehr viel Geld geschaffen. Dieses viele Geld ist aber letztendlich in die sogenannten Assetpreise gewandert, also wie gebrauchte Immobilien, wie Aktien, andere Wertpapiere, die haben eine unglaubliche Rallye in den letzten 10 bis 20 Jahren erlebt. Und ihr kennt vielleicht der ein oder andere, der sich mal mit Volkswirtschaft beschäftigt hat, diese Fischere Quantitätsgleichung, wo man sagt, dass alle Güter multipliziert mit ihrem Preis gleich der Geldmenge multipliziert mit der Umlaufgeschwindigkeit sind. Das ist sozusagen eine Tautologie, das ist von an sich muss das so sein und ist logisch. Und daraus haben einige gefolgert, naja, wenn die Güter nicht mehr werden und die auf der einen Seite und die Umlaufgeschwindigkeit auf der anderen Seite stabil bleibt, dann müssen ja die Preise hochgehen, wenn die Geldmenge nach oben geht. Das ist aber nicht ganz richtig, weil eben zu den Gütern und Dienstleistungen, die man ja in einer Volkswirtschaft hat, auch noch die Assets hinzukommen und das Geld, was in den Märkten geschaffen wurde in den letzten 10, 12 Jahren. Das hat ja nicht der kleine Mann auf der Straße bekommen, wo er sich dann mehr Brote, mehr Fernseher oder mehr Autos kaufen konnte, sondern eben, das ist in dem Bankensystem verblieben und bei reichen Menschen, die dann eben entsprechend davon Assets gekauft haben. Und deswegen haben wir eine sogenannte Asset Inflation erlebt, die Aktienmärkte durch die Decke gebracht haben und nach oben gebracht haben. Also so gesehen könnten die Zentralbanken so weitermachen wie bisher, weiter
Geld drucken, dir würden die Assetpreise einfach nach oben gehen, solange man das Vertrauen in die Zentralbanken hat und es gäbe keine Inflation. Jetzt haben wir aber mit Corona plötzlich eine ganz wichtige Sache erlebt, nämlich plötzlich gab es Knappheit. Ja, Knappheit von bestimmten Gütern, weil zum Beispiel Lieferketten unterbrochen wurden. Knappheit von Chips, ja, also Mikrochips. Knappheit von anderen Gütern. Und in dem Moment, wo Knappheit einsetzt, dann brauchen wir gar nicht viel Geld, dann beginnen die Preise zu steigen. Das war auch schon bei der Hyperinflation in Deutschland in den 20er Jahren so. Viele machen das viele Geld, was gedruckt wurde, für verantwortlich. Aber das viele Geld war im Prinzip nur ein Brandbeschleuniger. Letztendlich der Brand selber, die Brandursache war, dass eben die Produktionskapazitäten einerseits durch den Krieg zerstört waren, auf der anderen Seite im Zuge von Reparationszahlungen aus Deutschland auch noch abgezogen wurden und man dann einfach an Kapazitätsgrenzen agiert hat. Und was macht man, wenn man an einer Kapazitätsgrenze agiert? Naja, dann erhöhst du die Preise logischerweise für dein Produkt, weil es ja sehr gefragt ist. Und so entsteht eben Inflation. Inflation entsteht also immer aus Knappheit und nicht nur einfach, weil zu viel Geld da ist. Und sie kann sich dann allerdings festsetzen aufgrund von Erwartungen. Das heißt, wenn Menschen Inflation erwarten, das heißt, dass sie glauben, die Preise, ja, wir hatten jetzt letzte Woche in den USA 7,9% Preissteigerung für das auf annualisierter Basis für den Monat Februar. Wenn du jetzt glaubst, dass das so bleibt, dass du 7% Inflation hast, dann wirst du versuchen, natürlich als Arbeitnehmer deinen Lohn um mindestens 7% nach oben zu bringen und als Arbeitgeber oder als Produzent natürlich deine Ware für mehr als 7% zu verkaufen. Und dadurch setzt sich eine Inflationsspirale in Gang, die dann eben dazu führt, dass wir jedes Jahr höhere Preise haben. Und das ist der Punkt, an dem eigentlich eine Zentralbank dazwischen grätschen kann und sagen kann, diese Inflationserwartung zerstöre ich, selbst wenn eine Knappheit da ist. Ja, wir haben, wenn wir uns hier angucken, in welcher Situation wir jetzt gerade sind, dann sind wir in einer Situation, dass wir steigende Lebensmittelpreise haben aufgrund des Ukraine-Konfliktes. Ja, ein Viertel aller Getreide kommt aus Russland und Ukraine auf der Welt. Wir haben steigende Gaspreise, wir haben steigende Benzinpreise bzw. Ölpreise. Also die Preise gehen im Prinzip durch die Decke. Und das ist natürlich eine hohe inflationäre Bedrohung, wo die Notenbanken aber natürlich sagen können, wir haben mit dem Problem nichts zu tun, wir können das ganze Problem ja nicht steuern, also wir können ja den Konflikt dort nicht beenden. Aber die Notenbanken hätten die Chance, zumindest dafür zu sorgen, dass sich diese Inflation nicht festsetzt. Hier nochmal die einzelnen Charts kurz eingeblendet, also Wahnsinn in der Preissteigerung. Und wenn jetzt die Energie, und die macht nur 10,9% im CPI aus. Das ist aber dennoch richtig viel. In den USA sind es ungefähr mit 7,9% gewichtet. Und wenn wir jetzt mal allein uns die steigenden Energiepreise angucken, dann könnten alleine diese Energiekomponente in Deutschland oder Europa 4,9% Inflation in Zukunft erzeugen. In den USA ungefähr 2%, weil es ja, wie gesagt, da nicht ganz so schwer wirkt. Aber die Inflation wird insgesamt größer sein, weil sie sich eben in den Köpfen der Menschen festsetzt. Und hier kann eigentlich eine Zentralbank agieren. Sie steht jetzt trotzdem vor einer schweren Entscheidung, weil im Zuge dieser Krise natürlich auch das Wirtschaftswachstum nach unten geht und man sich jetzt fragt, kann ich in einer solchen Situation überhaupt die Zinsen erhöhen? Weil wenn sie jetzt nichts macht, weil sie Angst hat, dass sie der Wirtschaft, die sowieso unter Sanktionen entsprechend leidet, schadet, dann passiert Folgendes, dass die Zentralbank ihre Glaubwürdigkeit verliert, weil ihre einzige Aufgabe in Europa ist eigentlich Preiswertstabilität. In den USA soll sie zwar auch die Wirtschaft unterstützen, aber wir haben in den USA 3,8% Arbeitslosigkeit. Also da gibt es eigentlich gar kein Vertun. Ja, selbst wenn das Wirtschaftswachstum im Moment weg ist, hat sie ja den Auftrag letztendlich auch die Preisstabilität zu gewährleisten. Und wenn die Zentralbank das nicht tut
Und da kommen wir jetzt an den Punkt, auf den ich hinaus will. Dann verlieren wir eben das Vertrauen, dass wir für diese 200 Euro am Ende des Jahres auch noch für 200 Euro Waren und Güter bekommen. Denn wenn ich 10% Inflation habe, dann kriege ich eben nur noch für 180 Euro Waren, Geld und Güter. Und was mache ich dann? Wenn das der Fall ist, dann möchte ich dieses Geld so schnell wie es geht ausgeben. Weil es keinen Sinn macht, dieses Geld zu sparen bei 10% Inflation. Und wenn ich das eben entsprechend wieder tue, dann entfache ich noch eine größere Nachfrage auf ein schwaches Angebot. Ja, auf ein Angebot, was sowieso durch Lieferkettenunterbrechung knapp ist, wo es eben entsprechend Probleme gibt. Und dann habe ich tatsächlich das Problem, dass die Inflation noch größer wird, weil die Nachfrage Angst hat, dass ihr Geld weniger wert wird. Und dann können wir in sogenannte Inflationsspiralen kommen. Deswegen ist es für die Zentralbanken eigentlich das Gebot erster Stunde, die Zinsen zu erhöhen. Und man sagt, dass die Fed und auch die EZB weit hinter der Kurve ist. Und ja, man hat so eingepreist im Moment vielleicht drei bis vier Zinserhöhungen in 2022. Heute ja, ist, also wo ich das Video aufnehme, ist der 16. März, wird die Zentralbank ihre Entscheidung für diese Sitzung bekannt geben und auch für ihren weiteren Weg. Aber meines Erachtens hat sie ein ganz großes Problem, dass sie ihre Zinsen viel, viel stärker erhöhen müsste, als sie sich traut. Die Fed hat bisher alles machen können, weil wir ein Vertrauen in die Notenbank hatten, nämlich das Vertrauen, dass es ihr gelingt, gleichzeitig Geldwertstabilität zu halten und gleichzeitig eben das Wirtschaftswachstum sozusagen zu unterstützen. Das hat sie gemacht, indem sie sehr viel Geld gedruckt hat und indem es ihr möglich war, die Zinsen niedrig zu halten. Und hier ist wichtig zu wissen, dass die Zentralbank nur einen Leitzins festlegt. Sie bestimmt nicht den Zins, sie kann ihn auch nicht bestimmen. Und dass es ihr möglich war, die Zinsen so niedrig zu haben, liegt an einer Sache, dass wir in den letzten 30 Jahren eine sogenannte Friedensdividende erhalten haben. Diese Friedensdividende begründet auf dem gegenseitigen Vertrauen, was Nationen, Völker, Geschäftspartner untereinander haben, indem man sich eben gegenseitig vertraut hat, dass keiner dem anderen was Böses machen wollte, indem man mit gemeinsam zusammen Handel getrieben hat, indem man gemeinsam zusammen Investitionen aufgebaut hat. Wir haben viele amerikanische Unternehmen, die in Russland investiert hatten, ob das ein Starbucks oder ein McDonald's war, aber eben auch eine IBM oder ein deutsche Volkswagen. Wir haben also ganz viele Unternehmen, die gemeinsam Handel betrieben haben, und wir hatten ein Wirtschaftswachstum, wir hatten eine Friedensdividende, und mit dieser Friedensdividende war es eben möglich, die Zinsen niedrig zu halten. All das ist eben entsprechend jetzt weg, und wir leben in einer Welt, die Neues, nämlich wir haben in der globalisierten Welt seltenen Knappheit gehabt. Diese Knappheit, ja, die entsteht ja eben daraus, dass die Lieferketten unterbrochen wurden. Das haben wir bei Corona das erste Mal erlebt. Oder dass sie politisch unterbrochen werden durch Sanktionen und ein Embargo. Und durch diese zwei Punkte fällt diese Friedensdividende weg und die Fed kann nicht mehr so agieren, wie sie will. Und jetzt hat sie eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Sie kann die Zügel locker lassen und es schleifen lassen, dann wird die Inflation aber erst richtig losrennen. Oder sie kann versuchen, auf die Bremse zu treten. Und das trauen ihr aber eben viele nicht zu. Weil, und das werden wir jetzt sehen, und da kommen wir jetzt zurück zu dem Goldpreis. Ich habe hier euch den Goldpreis in den letzten 30 Jahren abgebildet. Und wir sehen so ab 2006, 2007 begann der Goldpreis eigentlich erst richtig anzuziehen und dann richtig deutlich, dann so ab 2008, 2009 nach der Finanzkrise, da kam so ein richtiger Schub. Und wenn ihr diese zweite Kurve, diese blaue Linie seht, dann ist das die Bilanz der Fed, die Bilanz der US-Notenbank in Prozent des Bruttosozialproduktes. Ja? Und da ist sie noch längst nicht am Ende. Die Notenbank hat im Moment nur 38,10% des Bruttosozialproduktes als Bilanzsumme. Und damit hat die Fed eigentlich im Vergleich zu anderen Notenbanken noch relativ moderat eine Bilanzsumme. Dennoch hat sie in den letzten 3 Jahren fast ein Drittel alles neuen Geldes geschaffen. Das ist bei den anderen Zentralbanken genau das Gleiche. Und wir sehen eigentlich sehr schön, wie das mit dem Goldpreis korreliert. Das heißt also, Zentralbanken, die unterstützend wirken, indem sie immer mehr Geld und immer mehr Geld zur Verfügung stellen, treiben den Goldpreis nach oben. Und tatsächlich sehe ich,
die Zentralbanken nicht in der Position, dass sie bereit sind, die Zinsen so massiv und stark zu erhöhen, wie es nötig wäre, um diese Inflation wieder einzufangen. Und da kommen wir dann eben zu dem Argument, und zu meinem Hauptargument, dass der Trend im Gold fundamental begründet wird, weil das eine Geldsystem verliert an Vertrauen und das andere Geldsystem oder beziehungsweise Gold als Alternative gewinnt. Ja, und und deswegen glaube ich, dass wir aus fundamentalen Gründen, weil die Notenbanken nicht in der Lage sind, die Inflation so zu bekämpfen, wie sie es müssten, Nummer eins. Nummer zwei, weil wir in einer neuen Welt aufgewacht sind, wo wir plötzlich keinen freien Lieferverkehr mehr haben, Knappheiten erleben werden, die auch die Inflation begünstigen. Und Nummer drei, weil wir gesehen haben, dass das Geld, und das sieht man an Russlands Schätzen, immer nur so viel wert ist, wie der andere es erlaubt. Ja, deswegen haben, glaube ich, viele verstanden, dass Geld letztendlich nur so viel wert ist, wie das Versprechen dahinter. Und man kann sich jetzt natürlich sagen, okay, deswegen setze ich auf Cryptocurrencies. Aber glaubt mir eins, es gibt keine Regierung der Welt, die Cryptocurrencies, also keine stimmt nicht, wir haben ja eine, die meisten werden es nicht akzeptieren, dass es eine Alternativwährung gibt, weil Währungen sind natürlich auch Macht. Und das sehen wir gerade in diesem Wirtschaftskampf, der da ist. Ja, du kannst mit deiner Währung Macht ausüben, beziehungsweise auch Macht verlieren. Ja, wie der russische Rubel, der gerade Macht verliert. Und deswegen wirst du keine Währung wie den Bitcoin akzeptieren, den du nicht kontrollieren kannst. Und du möchtest immer deine Währung auch kontrollieren können. So, das sind also die fundamentalen Argumente. Und wenn wir uns jetzt technisch das angucken, dann sehen wir, dass wir in einem über 30 Jahre langen Aufwärtstrend sind, der eine Akzelerationsphase von 2002 bis 2012 erlebt hat und dann in eine Konsolidierung ging. Diese Konsolidierung, wie gesagt, ging sehr stark auch mit einer Konsolidierung der Bilanz der Notenbanken einher, die eben dann nicht mehr weiter, ne, sehen wir hier nochmal, nicht mehr weiter ihre Bilanz ausgeweitet haben, sondern sogar ein bisschen im Prozent. Also eigentlich hat die US-Notenbank ihre Bilanz gehalten, aber dadurch, dass das Bruttosozialprodukt gestiegen ist, ist es in Prozent sogar nach unten gekommen. So, und jetzt kommen wir zu einem interessanten Phänomen. Nämlich, wenn wir uns jetzt mal anschauen, selbst wenn die amerikanische Zentralbank sagt, wir erweitern unsere Bilanz nicht, aber das Wirtschaftswachstum kommt runter, dann verschiebt sich ja wiederum dieser prozentuale Anteil, dass nämlich entsprechend plötzlich wir prozentual die Notenbankbilanz am GDP mehr wird. Und das haben wir in dem Chart eben gesehen, ist eigentlich ein Mega-Argument immer für Gold. Wenn wir jetzt auf der rein charttechnischen Seite argumentieren, was eben auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, dann sehen wir, wir hatten eine erste große Aufwärtsbewegung, eine Konsolidierung. Wir haben einen Ausbruch schon in 2020 mit Corona über diese Hochs gehabt. Wir haben diese Hochs nochmal rückgetestet und wir sind jetzt auf der Bewegung, hier ist das Kassagold, nicht der Future, für den nächsten Ausbruch. Und das Potenzial ist meines Erachtens technisch gesehen mindestens die Bewegung, die wir in der ersten Rallye gesehen haben. Und die erste Rallye 2000 bis 2011, 12, die waren ungefähr 1500 Punkte. Und wenn wir das auf das Tief dort unten bei ungefähr 1000 im 2016 drauf addieren, ja, dann kommen wir auf ein Kursziel von mindestens 2500 im Kassagold. Ja, also, und da sind wir natürlich noch einiges von entfernt, ne, sehen wir. Wir sind jetzt hier bei 1996, also beziehungsweise am 7. März war das, mittlerweile sind wir wieder ein bisschen zurückgekommen. Und ja, Gold hat damit eben die Mega-Chance hier entsprechend noch weiter seine Rallye zu machen. Was sind jetzt die Gegenargumente? Weil in unserem Quick-Check machen wir natürlich auch immer die Gegenargumente. Also Gold ist ähnlich wie Bitcoin kein Zahlungsmittel und wird es auch nicht werden. Es ist, außer in extremen Zeiten, wo man vielleicht auf der Flucht ist und mit Goldmünzen bezahlen muss, eben kein Zahlungsmittel. Und ein Staat kann auch den Goldbesitz, wie in den USA auch schon geschehen, verbieten.
Außerdem wären steigende Zinsen, also wenn die Notenbank sich doch entschließt, die Zinsen zu erhöhen, der größte Feind des Goldes, weil Gold selber weder eine Dividende ausschüttet noch einen Zinsertrag bringt. Und die große Konkurrenz zu Gold sind sogenannte inflationsgesicherte Bonds, ja, wo du einen Zinssatz abhängig von der Inflationsrate bekommst. Da vertraust du aber immer darauf, dass der Staat dir sozusagen das Geld zurückbringt. Das sind gewichtige Argumente. Trotzdem glaube ich, wenn ich den Quickcheck zusammenführe, sage ich, haben wir technisch gesehen einen starken Aufwärtstrend. Fundamental beginnt das Vertrauen in das Geldsystem zu schwanken, also beziehungsweise weniger zu werden, und das Vertrauen, wir beginnen das Vertrauen zu verlieren. Wir haben das an vielen Beispielen gesehen und Gold stellt dort immer noch eine Perspektive dar. Und wie gesagt, ich glaube, fundamental gesehen wird die Notenbank nicht die notwendigen Schritte machen, um diese Inflation zu bekämpfen. Die Inflation wird sich somit festsetzen und fortsetzen können, weil die Knappheiten, die jetzt entstehen, ja, sich über die nächsten Jahre fortsetzen. Das würde sogar auch passieren, wenn es einen Frieden zwischen Ukraine und Russland gibt. Dann werden wir trotzdem, wir haben 7 Milliarden Menschen und 7 Milliarden Menschen wollen Rohstoffe, 7 Milliarden Menschen wollen Ressourcen verbrauchen und diese Ressourcen werden allmählich knapp. Und wir wissen, Knappheit erzeugt Inflation. Und ja, mein erstes Kursziel für Gold ist deshalb 2500. Das sind nicht die langfristigen Kursziele, das ist ein Kursziel für die nächsten Monate bis vielleicht auch Jahre. Ja, wir haben jetzt hier einen 30-Jahres-Chart gehabt. Ich bin bullish für Gold. Da kommt dann natürlich nicht nur die Frage, bist du bullish, sondern wo würdest du kaufen? Wir haben den Rücksetzer auf dieses Ausbruchshoch gemacht, finde ich technisch gesehen eine gute Situation, da nochmal reinzugehen. Wie man entsprechend in Gold investiert, das bleibt jedem so ein bisschen selber überlassen. Da gibt es Vor- und Nachteile, ob man das physisch macht, ob man das mit ETFs macht, ob man das mit Future macht, das hängt auch so ein bisschen von vom Zeithorizont ab, von der Handelserfahrung ab und was man oder ob man in Goldmünzen investiert, also was man befürchtet. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Und ihr wisst, auf diesem Kanal haben wir noch viele andere interessante Videos. Gerne abonniert ihr diesen Kanal und ich freue mich über eure Kommentare, die ich dann ebenfalls meinerseits kommentieren werde.